geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Und heute bestellen wir alle Sonic Happy Meals, die es gibt, um 3 Uhr nachts. Ihr habt richtig gehört, das sind einfach 6 Stück und die können wir nur um 3 Uhr nachts bestellen. Das wird so cool, aber auch so gruselig, Freunde. Aber wir sind heute wie immer nicht allein hier mit dabei, ist auch noch Vogelmann. Was geht ab, Freunde? Heute bestellen wir auch das gruseligste Sonic Happy Meal. Oh mein Gott, ja. Letztes Mal haben wir ja nur ein Happy Meal bestellt und das war nur das normale Sonic Happy Meal. Und heute auch das von der hübschen Emi Rose. Oh, Vogelmann ist seiner verliebt, aber das war ja noch nicht alles. Heute ist auch eins der allergruseligsten Happy Meals dabei, das Sonic.exe Happy Meal. Freunde, ihr wisst ja, Sonic.exe ist die böse Version vom normalen Sonic. Und das ist mit die böseste und schnellste Kreatur, die ich je gesehen habe. Freunde, gebt jetzt mal einen fetten Daumen nach oben. Bei 10.000 Likes heirate ich Sonics Freundin. Oh mein Gott, das machst du nicht wirklich, Vogelmann. Abonniert es auch mal kostenlos, diesen Kanal, mit all dem, was wir jetzt gesagt haben. Let's go! Okay, Freunde, es ist mittlerweile 3:06 Uhr mitten in der Nacht. Und jetzt bestellen wir die bösen Sonic Happy Meals. Und davon einfach alle. Und es sind einfach insgesamt 6 Stück. Freunde, kennt ihr alle Sonic-Charaktere? Schreibt sie mal in die Kommentare. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich kenne einen Doktor. Du kennst einen Vogelmann? Ja, und zwar Metallic Sonic, der ist aus Metall. Wow, einfach Metallic Sonic, der soll so krass sein. Aber noch krasser ist, dass wir jetzt die Sonic Happy Meals bestellen. Und hier habe ich auch meine Liefer-App. Okay, wir werden mal eins mit Chicken Nuggets aus. So, dann fügen wir das in den Einkaufswagen hinzu, aber dann fehlen ja noch 5 Stück. Welche sollen wir noch nehmen, Vogelmann? Die mit Cheeseburger oder die mit normalem Burger? Also, ich finde Cheeseburger besser. Okay, dann nehmen wir noch 5 Cheeseburger. So, hier hinzufügen und dann noch 1, 2, 3, 4, 5 und in den Warenkorb. Jetzt haben wir einfach insgesamt 6 Happy Meals hier drin und jetzt müssen wir noch eine Anmerkung hinzufügen. Und da müssen wir jetzt reinschreiben XXL Sonic Happy Meals. So, und fertig. Hier steht es drin und wir müssen es nur noch abschicken. Und dann ist es auch schon bestellt und es hat den Sound gemacht. Es ist bestellt, Freunde. Dann müsste es jetzt ja übelst schnell geliefert werden wegen Sonic. Stimmt, du hast recht, der soll ja mega schnell sein. Warte mal, was ist das? Freunde, das ist einfach Sonic oder Sonic-Exe, ich weiß es nicht. Aber eigentlich habe ich ihn auch gar nicht eingespeichert. Woher hat er eigentlich meine Nummer? Die hast du doch beim Bestellen eingetippt, Doktor. Ach stimmt, ja, die musste ich ja da angeben. Aber gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt mal ran, oder? Okay, in 3, 2, 1, let's go. Und wow, jetzt ist er einfach schon am Telefon. Ich mach mal auf Lautsprecher. Hallo Sonic, bist du da? Na klar, wer denn sonst? Habt ihr bei mir bestellt? Ja, wir haben gerade alle deine Happy Meals bestellt. Ja, das habe ich gesehen, Dr. Vogelmann. Sie sind gerade fertig. Oh mein Gott, aber ich dachte, du bist doch überschnell. Dann sollten sie doch jetzt eigentlich schon da sein, oder? Geduld, Doktor, ich bin gleich da. Wow, habt ihr das gehört? Es hat gerade einfach geklingelt. Sonic, warst du das? Oh mein Gott, er hat einfach aufgelegt. Aber was ist, wenn das nicht Sonic, sondern Sonic-Exe ist? Oh mein Gott, da hast du recht. Nicht, dass da wirklich Sonic-Exe draußen ist, weil es hat sich schon so angehört wie er. Das Ding ist, uns bleibt eigentlich keine andere Wahl, Vogelmann. Wir haben es den Zuschauern versprochen und deswegen machen wir es jetzt auch. Wir sind die Dr. Light Crew, Freunde. Abonniert jetzt mal kostenlos diesen Kanal. Ist zu krass. Aber gut, Freunde, wir gehen jetzt direkt mal in den Flur hier raus. Und hier draußen sollte das Happy Meal dann ja schon stehen. Beziehungsweise die 6 Happy Meals. Aber gut, ich würde sagen, wir öffnen die Tür. 3, 2, 1 und... Oh mein Gott. Hä, Freunde, es hat doch gerade geklingelt. Wo sind jetzt die Happy Meals? Sonic, Sonic, bist du irgendwo... Oh mein Gott, Freunde. Wow, Freunde, was war das denn gerade? Ist da wirklich gerade Sonic an uns vorbeigehuscht? Und als er hier vorbeigerannt ist, hat er einfach diese 6 Happy Meals hier stehen lassen. Wow, die Tüte ist ja mega überfüllt. Und die ist auch so schwer, Freunde. Und da steht auch XXL Sonic Happy Meals drauf. Aber gut, Freunde, lass uns direkt wieder reingehen. So, Freunde, jetzt haben wir hier die 6 Happy Meals stehen, beziehungsweise sie sind noch in der Tüte. Und die packen wir jetzt aus, Freunde. Ich bin so gespannt, was da drin ist. Hoffentlich das Happy Meal von meiner geliebten Rose. Och Mann, Vogelmann, mach dir nicht so viel Hoffnung. Das Ding ist, wenn ihr die Hochzeit von Vogelmann und Sonics Freundin sehen wollt, dann gebt jetzt mal einen fetten Daumen nach oben und dann machen wir das Ganze. Und abonniert, um es nicht zu verpassen. Oh mein Gott, ja. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, wir packen das Ganze jetzt direkt mal aus und sehen uns dann gleich wieder, wenn wir diese ganzen Happy Meals hier auf dem Tisch stehen haben. Bis gleich. Okay, Freunde, wir haben jetzt alle Sonic Happy Meals aufgestellt. Und ich glaube, wir haben jetzt wirklich jeden Charakter in Sonic hier vor uns auf dem Tisch. Der orange Sonic, der sieht ein bisschen aus wie eine Katze. Der rote Sonic, der hat irgendwie so
solche lustigen Spaghetti-Härchen. Genau wie deine Haare, Doc. Oh mein Gott, das ist gemein, Vogelmann. Das sind Locken. Hier haben wir auf jeden Fall noch den Metallic Sonic. Daneben deinen Crush, Vogelmann, nämlich die Freundin von Sonic. Hier noch den gelben Sonic und dann Sonic Exe. Oh mein Gott, sieht er krass aus. Das ist ja definitiv das gruseligste Happy Meal. Sollen wir damit direkt mal starten? Nein, das ist viel zu gruselig. Machen wir das lieber am Ende. Ja, okay, da hast du auch wieder recht, Vogelmann. Lass uns doch mit dem hübschesten Happy Meal starten. Nein, Vogelmann, damit fangen wir auf keinen Fall an. Wenn ich mit meinem krassesten Happy Meal warten muss, musst du auch noch mit deiner großen Liebe warten. Ich würde sagen, wir lassen den Zufall entscheiden, okay? Ich wähle jetzt irgendeins aus. Ich nehme das hier. Und das ist das gelbe Happy Meal. Oh mein Gott, sieht das krass aus. Aber gut, ich würde sagen, wir räumen jetzt alle anderen Happy Meals einmal vom Tisch und öffnen dann dieses gelbe Happy Meal. Und danach machen wir auch direkt weiter. Vielleicht sogar schon mit deiner Freundin. Ja, eben, Rose. Ich liebe sie über alles, mein Schatz. Okay, chill, Vogelmann. Okay, Freunde, wir haben hier jetzt das eine gelbe Happy Meal stehen. Und dabei war einfach ein Fruchtquatsch. Aber okay, den machen wir nachher auf. Wir starten mit dem Interessanten, nämlich dem Happy Meal. Okay, ich mach das Ganze mal auf und wir schauen direkt rein. Und wow, was ist das, Freunde? Das ist eine Figur. Einfach eine Figur von dem gelben Sonic. Ist ja mega krass. So sieht der auch in echt aus. Der hat hier nur eine längere Nase. Aber naja, Freunde, schauen wir mal, was noch so drin ist. Das sieht aus wie Chicken Nuggets, oder? Die haben hier irgendwie so grün drauf. Aber egal, wir schütten sie direkt mal aus. Let's go. Und was ist das denn? Schaut mal, Freunde, das sind einfach Spinnen in der Nugget-Packung drin. Igitt. Hier ist sogar noch eine auf dem Nugget drauf. Aber sollen wir sie mal probieren, Vogelmann? Lieber nicht, da ist sowas Blaues dran. Okay, vielleicht hast du recht. Aber ich sehe gerade, hier ist auch noch ein Burger drin. Vielleicht ist der ja besser. Holen wir ihn direkt mal raus. Und eigentlich sieht er auch voll normal aus, oder? Ich würde sagen, wir machen ihn direkt mal auf. So, hier auf. Machen und, oh, das klebt irgendwie alles fest, Freunde. Schaut mal, der ganze Burger fliegt auseinander, aber schaut mal, wie das aussieht. Der ist einfach gelb und hat ein Loch in der Mitte, wie so ein Ring, wie die Ringe in Sonic. Und schaut mal, ja, das Patty ist auch komplett gelb, wow. Das Ding ist, es macht Sinn, weil hier ist ja ein gelber Sonic drauf, deswegen ist hier auch ein gelber Ringburger drin. Freunde, ich bin so gespannt, was da noch in den anderen drin ist, aber hier ist noch was drin. Und hier steht auch was drauf, eine Süß-Sonic-Soße. Freunde, was ist denn eine Süß-Sonic-Soße? Isst man die zu dem Burger dazu? Naja, egal, machen wir sie direkt mal auf. Und wow, die sieht eigentlich genauso aus wie eine normale Süß-Sauersoße, aber halt in gelb. Schütten wir sie mal über den Ringburger drüber und oh mein Gott, das sieht schon übel lecker aus, Freunde. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr diesen Burger noch essen würdet, aber ich glaube, ich probiere fast ein Stück, oder, Vogelmann? Ja, los. Okay, gut, dann beiß ich rein in 3, 2, 1 und... Oh mein Gott, habt ihr das gehört? Wow, der hat ja mega den coolen Sound gemacht, als ich reingebissen habe. Hoffentlich sind in den anderen Happy Meals auch so coole Sachen drin. Ja, aber nicht in dem von Sonic Exe. Oh mein Gott, ja, du hast recht. Sie haben ja auch noch das Sonic Exe Happy Meal und das sieht so krass aus. Aber damit machen wir jetzt nicht weiter. Wir machen weiter mit deinem Lieblings-Happy Meal, Vogelmann. Ja, ich liebe Emi-Rose. Ja, let's go. Ich würde sagen, wir öffnen es direkt mal so. Warte, hier. Doktor, du hast den Fruchtquatsch vergessen. Mein Gott, ja, der war ja noch vom anderen Happy Meal. Dann lass uns mal schauen, ob das wirklich normaler Fruchtquatsch ist. Ich weiß, du liebst es, Vogelmann, und könntest es ja dann trinken, aber das sieht nicht so aus. Schaut mal, Freunde, das ist einfach grüner Fruchtquatsch. Wow. So was habe ich ja noch nie gesehen. Ist ja mega krass. Das sieht ja aus wie so Glibberschleim. Igitt. Aber gut, Freunde, Glibberschleim weg. Und direkt ins Happy Meal reinschauen. So, hier geht's auf und oh mein Gott, was sehe ich da? Ein verliebtes Ehepaar. Nein, Vogelmann, jetzt hör endlich mal auf. Das ist so langsam echt nicht mehr witzig. Das ist wirklich krass, was hier drin ist. Hier ist nämlich schon wieder eine Figur drin und es ist einfach eine Figur von ihr. Die sieht ja so cool aus. Darf ich die haben, Doktor? Okay, okay, du kannst die haben, Vogelmann. Hier. Los, gib her. Ja, ist gut, bleib ruhig. Hier ist auf jeden Fall noch mehr drin und wow, das ist so krass alles. Hier ist nämlich einfach noch so ein Ding drin und es sieht aus wie ein Mini-Burger. Ja. Schaut mal, einfach ein pinker Mini-Burger. Wie cool ist das denn? Ist der von innen auch pink? Und oh mein Gott, ja, der ist selbst von innen pink. Einfach so wie sie hier drauf. Aber gut, hier ist noch was drin. Und es sieht aus wie ganz normale Mayo. Ja. Machen wir die mal auf und schauen, ob die ganz normal ist. Okay, hier drüber und wow, okay. Ja, sieht eigentlich normal aus. Aber nee, was ist das? Da kommt irgendwie auch so pinkes Zeug mit raus. Wow. Freunde, das ist einfach pinke Mayo. Ist ja so krass. Das habe ich ja noch nie gesehen, ihr Freunde. Aber gut, hier ist noch eine Sache drin. Und das sieht aus wie ein Brief. Und ja, oh mein Gott, hier ist ein Herz drauf. Vogelmann, das sieht fast aus wie ein Liebesbrief an dich. Ich würde sagen, wir öffnen ihn direkt.
Mal. Und nein, ich muss dich leider enttäuschen. Das ist einfach ein Liebesbrief von Sonic an seine Freundin. Hier steht oben, meine liebe Sonic. Ich lese mal weiter, Freunde. Sonic, ich vermisse dich so sehr. Bist du verliebt in mich? Ja, nein, vielleicht. Und was hat sie geantwortet, Doktor? Sie hat ja angekreuzt. Diese blöde Ehe-Rose ist schon mit Sonic zusammen. Ich werde nicht böse sein, Vogelmann. Dafür darfst du jetzt das nächste Happy Meal aufmachen. Welches von ihnen willst du, Vogelmann? Ich will das mit dem roten Sonic. Oh mein Gott, das mit dem roten, mit den Spaghetti-Haaren. Ja, der, wo deine Haare hat, Doktor. Hey, das sind immer noch nicht meine Haare. Aber gut, Vogelmann, dann mach's jetzt direkt mal auf. Let's go. Okay, ja, das hier weg und jetzt kannst du es auch schon aufmachen. Und was siehst du? Oh mein Gott, wie krass ist das? Oh mein Gott, nein. Das Ding ist, du weißt, es wird noch schlimmer mit dem Sonic Exe Happy Meal. Ich weiß aber eine Figur. Oh, eine Figur? Ja, du hast recht. Einfach eine Figur von diesem roten Sonic. Wenn in jedem Happy Meal so eine Figur drin ist, dann haben wir am Ende 6 von den Figuren. Ist ja so krass, aber gut, hier ist noch mehr drin. Eine rote Gabel? Wow, Freunde, wozu brauchen wir denn eine rote Gabel? Aber ich hab's hier drin, ist einfach ein Salat. Wer bestellt denn einen Salat? Igitt, wir wollen Burger. Also, ich mag Salat. Ja, okay, wenn du Salat magst, dann kannst du den ja jetzt auch essen. Hier drin ist er. Ich würde sagen, wir machen ihn direkt mal auf so und let's go. Und wow, was ist denn da drin? Das ist ja einfach ein Augensalat, Igitt. Und nicht nur mit Augen, sondern auch mit Spinnen. Wow, aber das sind gar keine echten. Schaut mal, die Augen sind nur aus Plastik. Och, Mann. Das Ding ist, passt es nicht eher in den Halloween-Happy Meal, Freunde? Irgendwie ja schon und eigentlich überhaupt nicht in den Sonic Happy Meal, aber was da reinpasst, ist dieser Trank hier. Eigentlich ist es ja Orangensaft, Freunde, aber es sieht nicht so aus. Wir schütten es mal in das Glas hier unten. So und, oh mein Gott, ja, das ist wirklich so grün irgendwie, wow. Das ist einfach grüner Orangensaft, Freunde, igitt, igitt. Das Ding ist, riechen tut er eigentlich noch ganz gut. Ich probiere mal, oder? Let's go. Und wie schmeckt der grüne O-Saft doch? Mmh, wow. Der schmeckt ja mega gut, wow. Ich habe doch nie so einen guten Orangensaft getrunken. Oh mein Gott, den müsst ihr mal probieren. Aber gut, verschwenden wir nicht so viel Zeit. Wir haben noch 3 Happy Meals vor uns und diesen Fruchtquatsch, der hier auch noch dabei war. Machen wir den direkt mal auf und der sieht auch nicht normal aus. Nee, Freunde, der ist einfach übel rot, wow. Einfach so rot wie das rote Meer, wie krass. Ansonsten ist hier aber nichts mehr drin, ist komplett leer, Freunde. Und dann würde ich jetzt sagen, machen wir direkt weiter mit dem Metall Sonic Happy Meal. Und danach machen wir dann direkt das Sonic Exe Happy Meal oder das gelbe Happy Meal auf, Freunde. Gib mal einen Daumen nach oben für Sonic Exe. Da bin ich wirklich so gespannt, was drin ist. Aber gut, jetzt machen wir mit dem Sonic weiter. Und dazu gab es noch ein Bio-Apfelschorle. Oh, das ist bestimmt mega lecker. Willst du das, Vogelmann? Ja, lecker. Okay, ja, trink du es. Und jetzt öffnen wir die Verpackung von Metallic Sonic. Der ist zwar auch böse, aber nicht so böse wie Sonic.exe. Aber gut, hier die Laschen auf und wow. Freunde, das ist bis oben hin voll gepackt mit irgendwelchen Sachen. Und fangen wir mal zuerst an mit den Pommes. Und wow, was ist das denn? Die sind irgendwie aufgespießt auf so Sticks. Und die sind auch so blau wie Metallic Sonic. Ist ja mega krass. Aber nicht nur das. Hier ist auch wie immer noch eine Figur dabei. Einfach auch von Metallic Sonic. Stellen wir den direkt mal zu Dr. Lightbook dazu. Die gibt es nämlich zu jedem Hoodie im Dr. Light Shop. Und ihr könnt die mega cool zusammenbasteln. Aber gut, hier ist noch mehr drin. Sonic-Äpfel? Vogelmann, wir haben sie endlich gefunden. Es sind die legendären Sonic-Äpfel. Freunde, wenn man die hier isst, dann wird man unendlich schnell. Oh mein Gott, das sind wie so Energiebooster. Das heißt, wenn ich den jetzt esse, kann ich so schnell rennen wie Sonic. Das Ding ist, wir haben ja nur 9 Stück davon. Das sind ziemlich wenige Äpfel. Ja, dann müssen wir uns hier auf jeden Fall einteilen. Wenn ihr wollt, dass ich so einen Apfel im nächsten Video esse, gebt mal einen fetten Daumen nach oben, dass wir sehen, dass ihr es wirklich wollt. Das ist so cool, aber naja, hier ist noch mehr drin. Und was ist das denn? Hier ist so ein Nagel durch die Verpackung durchgesteckt, okay. Der hat die irgendwie zusammengehalten, dass das nicht aufgeht. Aber was ist denn mit diesem Burger passiert? Der ist ja so mega gelb oben und voll zerfetzt. Und innen drin, das sieht ja richtig komisch aus. Und was ist das hier überhaupt? Das sind wie so 2 Steine. Ja, das sieht aus wie Edelsteine. Wenn es wirklich Edelsteine sind, sind wir reich, Vogelmann. Oh mein Gott, wie krass. Aber ansonsten ist hier nichts mehr drin. Also zur Seite mit dem Happy Meal. Und jetzt stehen wir vor der Qual der Wahl. Entweder das Sonic Exe Happy Meal und das gelbe Sonic Happy Meal. Eigentlich ist es nicht so spannend. Wow, Doktor, die Box bewegt sich.
Schau mal, als ob da etwas drinnen ist. Stimmt, Vogelmann, du hast recht, es hat sich gerade einfach wirklich bewegt. Aber dann muss hier ja was Lebendiges drin sein. Wow, wie krass ist das denn? Dann lass uns das lieber ganz kurz zuerst aufmachen und danach dann das Sonic.exe Happy Meal. Das ist dann auch das Letzte, was wir aufmachen werden. Lasst uns aber zuerst mal hier reinschauen. So, mein Gott, ich mach's auf und es macht mega komische Geräusche. Und wow, seht ihr das? Das sieht aus wie Spinnenweben oder so. Lasst uns die mal rausholen. Aber wow, was ist das? Mann, pass auf, pass auf! Die Stimme tut dir nichts, Doktor. Ich glaube, sie will nur tanzen. Wir müssen einfach mit ihr tanzen und dann ist alles gut. Oh mein Gott, du hast recht, Vogelmann. Die will wirklich nur tanzen. Aber stopp, 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 Vogelmann. Das ist doch keine normale Spinne. Die ist ferngesteuert. Oh mein Gott, das heißt, Sonic muss hier irgendwo in der Nähe sein und sie gerade fernsteuern. Ist ja viel zu krass. Vielleicht ist er schon in unserer Wohnung. Wir finden es, glaube ich, gleich heraus, wenn wir das Sonic-Exe Happy Meal öffnen. Aber hier ist noch was drin. Nämlich wie immer auch eine Figur von dem Charakter. Und das ist diesmal einfach der Fuchs-Sonic, oder wie nennt man ihn? Schreibt ihr mal in die Kommentare, wie man ihn nennt. Aber hier ist noch was drin. Irgendwie wie so gegessene Pommes schon. Ja, es sind doch eigentlich nicht so wenig hier drin. Aber gut, schütten wir die mal aus. Und wow, das ist ja noch so Konfetti, was hier dabei ist. Schaut mal, Freunde, einfach Konfetti in den Pommes. Das Ding ist so cool, das Ganze hier auch ist. Jetzt müssen wir zum Sonic-Exe Happy Meal kommen. Schauen wir ein letztes Mal, was in dem Happy Meal drin ist. Mein Gott, hier geht's auf. Aber wow, wie ist es möglich? Schaut mal, in diesem Happy Meal ist einfach eine brennende Kerze. Freunde, warum ist da nicht auch die Verpackung hier verbrannt? Ist ja viel zu krass. Pusten wir die direkt mal aus. So, jetzt ist sie aus. Das Ding ist, eigentlich geht's ja um das, was hier drin ist. Und hier ist erstmal so eine Pommes drin. Aber die sieht ganz normal aus. Ich würde sagen, ich probiere mal eine und... Ja, die ist ganz normal. Und ansonsten ist hier noch eine Sache drin, aber keine Spielfigur. Sonst war immer eine drin. Ja, sonst war hier doch immer eine Spielfigur dabei. Und jetzt nur so ein Kasten. Ist ja mega komisch, aber okay, hier kann man den, glaube ich, aufmachen, ja. Dann würde ich sagen, hier die Lasche auf und schauen wir, was drin ist. Und oh mein Gott. Seht ihr diese Handschellen hier drauf? Das sieht so aus, als ob da irgendwas eingesperrt ist. Und jetzt weiß ich auch, was, aber da ist nur ein normaler Sonic eingesperrt. Und davon auch nur eine Spielfigur, das ist doch gar nicht Sonic.exe. Aber, wow, Freunde, hier ist noch was drin. Schaut mal. Einfach noch zwei solche Sachen. Und hier steht was drauf? Einmal einen XXL-Trank. Damit können wir den irgendwie groß machen. Und einen Punkt-Exe-Trank. Oh mein Gott, Freunde. Wenn wir den hier oder das Pulver hier, was hier drin ist, über Sonic schütten, dann wird er zu Sonic-Exe. Und wenn wir ihn dann groß machen, dann haben wir den großen Sonic-Exe. Freunde, bei 10.000 Daumen hoch machen wir den XXL-Sonic-Exe. Wow. Aber okay, Freunde, wenn ihr jetzt alle einen fetten Daumen nach oben gebt, dann machen wir das Ganze jetzt. Das wird viel zu krass, Freunde. Ja, oh mein Gott. Und abonniert kostenlos diesen Kanal. Freunde, wir sind die Dr. Lycrew und wir machen jetzt Sonic.exe in riesig groß und lebendig aus diesem Spielfigürchen. Fangen wir damit zuerst mal an mit dem XXL-Trank, okay? Der sollte ja eigentlich erst nach ein paar Sekunden wirken, oder? Ja, genau. Okay, dann haben wir auf jeden Fall danach noch genug Zeit, den Punkt-Exe-Trank drüber zu schütten. Aber gut, ich würde sagen, wir schütten ihn drüber in 3, 2, 1 und let's go. Erstmal den XXL-Trank und jetzt schnell dieses Punkt-Exe Exepulver auf und auch noch hier drüber. Oh mein Gott, sieht das krass aus. Und schau mal, Doktor, er verwandelt sich schon. Oh mein Gott, ja, du hast recht. Ah!